So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Das Muttertier ist auch da, das ist das Stück Kopf, was gerade hier reingeguckt hat. Können wir kurz so machen. Hallo Muttertier. Hallo. Ja, die ist nämlich eigentlich da fürs Wrestling-Wochenende und damit die fit bleibt und nicht immer einen nickt und einen ratzt, habe ich gesagt. Ich habe doch letztens so Energies gesehen, die können wir doch jetzt mal testen. Die Marke kenne ich nämlich nicht. Die gab es im Thomas Philips. Heißt das so? Ich wusste nicht, was das ist. Ich dachte, das ist ein Elektrogeschäft, aber da steht Thomas Philips dran und ist halt sowas wie ein Pfennigpfeifer. Und da gab es besondere Energy Drinks, die ich nicht kenne, die ich jetzt mal hier mitgebracht habe, die ich jetzt mal testen möchte mit ihr. Und nicht nur einzeln, sondern auch am Ende alle zusammen. So, das war fürs Thumbnail. Das Gute ist, das hat ja immer zwei. Du kannst die Dose so nehmen, dann hast du hier einfach das X. Oder du nimmst die Dose so und dann hast du im Prinzip komplett hier die Schrift, denn da steht Ekstase oder Ekstase Energy. Wie würdest du dazu sagen? Ekstase? Das würde man doch nie als Deutsch. Bei Ekstase, das Wort kenne ich im Deutschen. Ja, aber das ist ja, das ist doch Englisch alles. Wenn hier auch stand Taste steht da und Energy, das sagt man doch nicht Ekstase, das sagt man Ekstase. Ja. Das kenne ich nicht. So. Das ist auf jeden Fall Kiwi Lemon Taste. Dann haben wir noch Tropical Taste. Wir haben Classic Taste. Wir haben Bubblegum Taste. Und der passt gar nicht dazu. Der gehört nämlich nicht zu Ekstase. Das ist einfach ein Cranberry Nirgi. Also ein NRJ. Das ist ein Energy mit Cranberry. Das ist der Bonus. Ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal an mit dem ganz normalen Classic. Dafür habe ich hier die zwei Berliner Luftgläschen. Schenk das da ein. Am Ende alles zusammen in dem aufsichtigen Bierkrug. Die Mama testet, das Muttertier testet auch mit. Deswegen schenke ich jetzt eben hier mal einen kleinen ein. So, nicht zu viel. Wir machen nachher noch was haben. Ich muss jetzt schon sagen, das ist Classic. Ich dachte, er ist jetzt so richtig einfach nur so gelb, hellgelb, ganz normal. Hat aber hier ja so grüne Farben, ein grünes Logo, da ist richtig spritzig grün drin, wie bei der D-Generation X. Und wenn ich mir das hier angucke, wie es gerade da stand, sieht das auch irgendwie ein bisschen grünlich aus, hat so einen grünlichen Touch. Es hat auch einen goldenen und einen gelben Touch. Das sieht richtig stark aus, wenn ich mir das so angucke. Richtig kräftig, richtig köstlich eigentlich. Riecht aber halt wieder komplett süß. So, dann würde ich sagen, probier mal und dann sagst du mir mal, wie es ja schmeckt. Du musst ja wenigstens mal mit mir anstoßen, ne? Ja, jetzt ist dein Glas leer, jetzt nützt nichts mehr. Muss ich das gleich so mit einmal leer? Das wäre am besten. Aber jetzt ist ja eh zu spät, hast du ja nicht in einem Hieb. Vielleicht sollte ich dir einfach weniger einschenken. Und schmeckt's? Schmeckt eigentlich, ja. Es ist schmeckt auch zitronig. Bisschen gekühlt, ne? Deswegen. Schmeckt so zitronig. Ich muss sagen. Also angenehm. Sie sagt angenehm. Doch, okay. Ich habe ja auch schon ein paar verschiedene so. Kommt jetzt halt drauf an, wie die anderen schmecken, ne? So, ich sage, ich habe schon ein paar verschiedene Ecstasy-Getränke gehabt, aber Ecstasy. Die meisten sind halt trotzdem so extrem süß und voll aufdringlich. Und hier, das hat zwar eine Süße, aber irgendwie ist das trotzdem angenehm. Ja. Ist angenehm, du merkst es, sieht gut aus. Energy sind sowieso nicht gesund, ja, so, aber der. So viel kann man da nicht davon trinken. Und bin ich erstmal positiv überrascht, muss ich wirklich sagen. Nehmen wir mal als nächstes Tropical. Weil Tropical ist auch eine Sorte, gibt es glaube ich auch von Booster. Hier ist das Ganze blau gemacht. Mal gucken, ob es auch blau ist. Wenn wir es aufmachen. So, einmal für Misch. Toll. Jetzt hat der Tropical genau die Farbe, die ich für den Classic eigentlich dachte. Denn Tropical mit einem blauen Logo ist nicht blau, ist so richtig ausgewaschenes Pissgelb, was nicht so kräftig und stark aussieht wie Classic. Und riecht auch irgendwie komisch. Warte mal, aber hör ich mal, wieso ist es nicht so, dass das hier zum Beispiel gelb ist oder goldgelb, ne? Das blau und das halt so richtig schönes Grün. Warum geht es nicht? Warum ist es nicht so? Weil sie dann noch mehr Chemie reinpacken müssen und das ist noch ungesünder und dann kauft es wieder keiner. Und die Mama will das Video wieder künstlich in die Länge treiben. Ich brauche kurze Videos, sonst guckt sie da keiner. Deswegen muss es ja wie beim Hannes Biertasting zack, zack, zack gehen. Dann Prost, ich mach kurz diesen. Und
erwarte dein Feedback. Naja, nicht so gut wie der andere. Schlechter. Ja. Weil? So einen komischen Nachgeschmack, irgendwie so einen... Tropischen. Einen komischen Nachgeschmack, aber... Naja, der ist nicht ganz so gut, der ist irgendwie... Ja, ich sag auch, der erste hat mir besser geschmeckt. Ja. Ich weiß nicht, ob hier direkt nochmal draufsteht, was da drin ist. Da steht halt meistens droppiger Geschmack. Aber da ist so viel Text, das ist mir jetzt zu viel, das alles durchzulesen und vorzulesen. Der Kernpunkt. Also den Classic mit der super Farbe fand ich besser. Droppige, ja, der hat jetzt für mich auch süßer gewirkt. Aber vom Geschmack her nicht so kräftig, sondern halt einfach nur wie süßes, wässriges irgendwas. Deswegen für mich nicht so gut. Du hast beim ersten gesagt, der schmeckt nach Zitrone. Ja, und dabei ist es der Zitrone, weil dieser gelb ist. Dabei haben wir jetzt ein Kiwi-Lemon. Das ist Kiwi. Kiwi-Lemon. Jetzt denkst du, das ist gelb und ich sag, das ist grün, weil Kiwi drin ist und es... Oh! Jetzt verstehe ich es überhaupt nicht mehr. Warum machen die dann außen drauf nicht das Grün, wenn da Grün drin ist? Hätten sie Kiwi-Lime gemacht, weil Lime, Limette, ist ja eigentlich grün. Da hätte Kiwi und Lime, beides grüne Früchte, das passt ja besser als Kiwi und Lemon. Naja, also wirklich, jetzt bin ich aber enttäuscht. Das passt doch, aber du hast vom Design her die Zitrone gelb und dann hast du vom Geschmack her die Kiwi grün. Müssen wir euch auch nochmal zeigen. Das sieht gut aus, ja, finde ich. Ist halt, kannst du auch nicht durchgucken, ist nicht glasklar, aber wirkt interessant. Trink dir mal einen Kiwi, Lemon, Lime. Das ist bestimmt säuerlich. Oh, das roch gerade wie Surströmming. Oh ja, das ist sauer. Und schmeckt's. Hätten sie auch saure Apfel nennen können. Noch weniger als... Hättest wahrscheinlich also den gleichen Effekt. Reihenfolge 1, das erste 1, das zweite 2, das dritte 3. Es nimmt also immer mehr ab. Das erste das Beste, das zweite das Zweitbeste, das dritte das Drittbeste. Jetzt kommt noch Bubblegum, ich glaube, den können wir gleich vom Balkon schmeißen. Nee, also den kannst du dann trinken, ich trinke dann den Classic. Wir wollen auch nicht lange weiter hier machen. Es sind halt also zwei extrem saure Sorten. Oder, ja, Kiwi ist ja auch, beißt in eine Kiwi rein, den ganzen Mund verziehen. Die fand ich, die habe ich als erstes überhaupt gesehen in dem Laden. Und die wollte ich mitnehmen alleine und dachte danach, bevor ich die alleine teste, weil die so cool aussieht, nehme ich halt die anderen Sorten auch mit. Energy Drink, Ekstase, Bubble, Gum. Und ob das jetzt richtig schön rosa ist, das sehen wir jetzt, wenn wir es aufmachen, hier einfüllen. Ja, damit kann ich schon was anfangen. Jetzt soll ja nicht so viel. Stellen wir mal hier so aber extra. Kommt so ein komischer Geruch von da unten. Jetzt guckt mal hier. Das ist rosa. Das schnuppert auch gut. Aber ob es auch so, wenn es nicht ganz so süß ist, ist es bestimmt was Besonderes. Schon diese zarte rosane Farbe. Prost. Ich glaube, der ist schon wieder schlecht, ne? Ah. Oh, hier hall das durch die Gegend. Die Gardine. Da hätte man den Rülps jetzt nicht gehört, wenn die Gardine auf wäre. Das verstehe ich nicht. Naja, das schmeckt halt so. Wie, ja, bonbonmäßig, bonbonmäßig. Schmeckt wie Gletscherwasser. Hm? So wie ich das kenne, weil das auch. Wenn ich das jetzt trinke, mache meine Augen zu, denke ich, das ist wie so ein Eisbonbon so ähnlich. Kann man aber trinken, geht eigentlich. Also da würde ich mir denken, das braucht eine blaue Farbe. Das geht eigentlich, das schmeckt. Von Booster gab es ja auch mal das Booster-Eis-Bonbon-Geschmack. Das war aber eine weiße Dose, wo es wirklich blau rauskam. Das hat irgendwie genauso geschmeckt. Steht hier aber als Bubblegum. Also an letzte Stelle würde ich es nicht stellen. Also ich würde es schon... An zweite. Das erste, das Classic, ist noch das Beste und jetzt tun wir einfach an die zweite. Und jetzt haben wir hier noch den Nigri, also den NRJ, den Nigri Cranberry und von dem erwarte ich jetzt nichts. Weil Cranberry ist ja sowieso immer bitter oder irgendwas anderes. Dann denke ich aber, dass das jetzt richtig schön rot ist. Naja. Das sieht noch mehr aus wie Bubblegum außer. Ja noch durch, also heller, oder? Guck, da tue ich dir sogar noch weniger rein. Dieses zarte Schweinchenrosa Bubble, ach, Cranberry, klaut die Farbe von dem anderen. Riecht irgendwie nach nix.
Achso, nee. Prost. Prost, riechen tut's nach nichts. Ist richtig. Ja, mir kommt schon, mir stößt es schon auf, wegen der Kohlensäure. Hast du noch gar nicht getrunken? Und wie schmeckt's? Jetzt hör doch mal. Und wie schmeckt's? Ah. Alle guten Dinge sind drei. Ja, wie lange nimmst du nur an dem ein Achtel Glas? Geht. Aus, cut, fertig, so. Doch, es schmeckt, ach, kann man trinken. Mit mir habe ich jetzt... Ich habe es mir schlimmer vorgestellt, es geht aber, es ist okay, schmeckt auch. Irgendwie konnte ich gerade gar nicht auf den Geschmack achten. Aber ja, ich dachte, das ist bitter, aber es ist gar nicht so bitter. Nee, es ist nicht bitter, also es ist eigentlich gut. So extrem süß war es auch nicht, aber irgendwie war das mir so unscheinbar, dass ich mich halt einfach gar nicht daran erinnern kann, wie es jetzt eigentlich geschmeckt hat. Das kommt alles in den Topf, wie gesagt, das war der Beste. Jetzt fülle ich alles mal hier ins auf den dicken Bierglas, sodass die Mama auch ja nichts mehr übrig hat. Aber von den Besten kannst du mir noch was geben, oder? Ich gucke, dass überall alles gleich viel übrig bleiben. So, da haben wir also Classic, Grün, Bubblegum, Rosa, dann haben wir Tropical, Gelb, obwohl ja Tropical, ja, ist ja eigentlich gelb. Das, warum sie die Dose blau gemacht haben, das ist das Problem. Ist nicht, das ist dann hier Grün, Kiwi und anderes Zeug und nochmal Cranberry. Und im Endeffekt hast du trotzdem Bier. Das, was dir nicht geschmeckt hat, war das letzte, deswegen fülle ich damit nochmal auf. Und das zweitletzte war auch nicht so, da fülle ich damit auch nochmal auf. Jetzt bin ich überhalb, oberhalb. Jetzt bin ich oberhalb des Glases und habe jetzt diesen speziellen super genial. Willst du mal probieren? Trüb sieht's aus und. Oh, das muss ich. Das ist ja eine. Das haben wir ja noch nie gehabt, dass die Mama die Blöcke probiert hat. Oh, jetzt schmeckt's aber gut. Ja. Ich soll nicht aufhören, immer mit mir selber zu reden. Was sagst du? Ja, man kann's trinken, doch. Schmeckt. Das glauben die Leute immer nicht, wenn ich immer sage, dass ich alles zusammenmische. Und dann, wenn alles zusammengemischt ist, schmeckt's irgendwie besser, als wenn du die einzelnen Sachen hast, weil du ja immer welche dabei hast, die gar nicht schmecken. Obwohl es mir ein Geschmack sticht ein bisschen raus, weiß ich auch nicht welcher. Aber trotzdem, es schmeckt. Das Durströmig. So, und das nehme ich jetzt und würde sagen, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Enough talk. Hör auf, sonst muss ich lachen. Die Hauptsache ist, du behältst es bei dir. Aber so schlimm ist es nicht. Das geht schon. Und jetzt... Man! So, wenn ihr das auch kennt, schreibt es mir in die Kommentare. Kennt ihr Philips Thomas? Ne, Thomas Philips. Den Laden, und kennt ihr diese Ekstase-Drinks? Schreibt es rein, bis auf Vorhaut. Na, und jetzt hier. Tschüss. Tschüss. Schönen Tag noch. Schöne Pfingsten. Da ist der gelbe Sack. Bis das online kommt, ist schon nächstes Jahr Pfingsten. Ja, klar.